bandelt Lisa Marie Straube jetzt etwa mit dem Weltstar Drake an? Im Sommer 2021 wird die Influencerin einem großen Publikum bekannt. Der Grund? Sie soll angeblich die neue Freundin von Mats Hummels sein. Und das, obwohl der Kicker ja eigentlich schon seit 2015 mit seiner Ehefrau Kati verheiratet ist. Offiziell bestätigt sind die Spekulationen bis heute zwar nicht. Doch die 22-Jährige befeuert die Gerüchte damals immer wieder selbst. Nach einigen Monaten scheint die angebliche Liaison aber schon wieder vorbei zu sein. Denn der Fußballer wird plötzlich mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Celine Bethmann in Verbindung gebracht. Nach dem ganzen Drama bleibt es bei Lisa erst einmal ruhig. Bis jetzt. Mittlerweile scheint es bei ihr in Sachen Dating nämlich einige Neuigkeiten zu geben. Seit ein paar Wochen macht die Netzbeauty Urlaub in Kanada, der Heimat von Rapper Drake. Ende Mai folgte der Musiker plötzlich auf Instagram. Und die Fans flippen deshalb natürlich total aus. Viele Follower vermuten, dass die beiden sich womöglich in seiner Heimat kennenlernen. Und die Webbekanntheit dem One-Dance-Interpreten nun als nächstes den Kopf verdreht. Am Dienstag fängt die Gerüchteküche daraufhin erneut an zu brodeln. Auf ihrem Social-Media-Account teilt Lisa ein Selfie, auf dem sie in einer Küche zu sehen ist. Dabei trägt sie eine rote Bluse und lächelt selbstsicher in die Kamera. Aufmerksamen Usern entgeht dabei natürlich nicht, dass das Zimmer auf dem Bild Drakes Küche total ähnlich sieht. Wenn man einen Blick in die Villa des 35-Jährigen wirft, fällt schnell auf, dass in beiden Räumen dieselben Lampen von der Decke hängen. Auch die Küchenleisten scheinen nahezu identisch zu sein. Ob das wohl bedeutet, dass zwischen Lisa und dem Weltstar tatsächlich etwas läuft? Die Promi-Flash-Leser sind sich auf jeden Fall ziemlich sicher, dass sich die beiden tatsächlich näher kommen. In einer Umfrage geben insgesamt 68,6% von 2069 Teilnehmern an, dass sie glauben, die Brünette ist tatsächlich mit dem Hottie unterwegs. Nur 31,4% der Befragten sind hingegen skeptisch, dass zwischen den beiden wirklich etwas geht. Bislang äußern sich weder Drake noch Lisa zu den wilden Dating-Gerüchten. Im Oktober 2021 kündigt die Dortmunderin aber bereits an, ihr Liebesleben zukünftig mehr aus der Öffentlichkeit raushalten zu wollen. Halte dein Liebesleben privat und deine Fröhlichkeit öffentlich. Vor wenigen Tagen veröffentlicht sie sogar ein weiteres Posting in diese Richtung. Behalte es für dich, die Leute lieben es, Dinge zu ruinieren. Ob das wohl bedeutet, dass es inzwischen tatsächlich einen neuen Mann in ihrem Leben gibt? Für ihre Follower heißt es jetzt jedenfalls abwarten, ob Lisa die ganzen Spekulationen selbst noch aufklärt.